Er wurde schon im Alter von 25 Jahren als Geigenmeister bezeichnet. Mit seinem Leben und seinem Schaffen schuf er ein wunderbares Werk. Erst nach seinem Tod fing man ihn aber an zu schätzen. In der heutigen Sendung stelle ich Ihnen die Geschichte vom einerseits rothaarigen Priester und andererseits von dem italienischen Komponisten Antonio Vivaldi vor. Er wurde am 4. März 1687 in Venedig als Sohn eines Geigenspielers geboren.